Team mit Nathan McCain und Lara Carvalho liegt auf der Strada Alpina in Führung. Doch Yumi Tanaka von Seneca ist direkt hinter ihm und das bereits seit 8 Runden. Wird sie es schaffen, bei diesem Rennen Grid World Series Geschichte zu schreiben? Valentin Manzi, ein Einzelkämpfer im Mittelfeld, versucht aufzuschließen, aber er wird von North Point aufgehalten. Ich komme nicht vorbei, gib Anweisung zum Verteidigen. Ich bin gut gelaunt aufgewacht. Das Wetter war perfekt, vom Team nahm man endlich Notiz. Nummer 22 verteidigt die Position. Sehr gut, 22. Mach weiter Druck. Seneca hatte einen Wahnsinnslauf in diesem Jahr. Yumi Tanaka hat sich Carvalho jetzt schön zurechtgelegt. Sie setzt zum Überholen an. Raven West vergisst's. Hinterherfahren ist leichter als anzuführen. Sie zieht vorbei! Das ist der eindeutige Beweis. Raven West ist schlagbar und wird auch herausgefordert. Yumi war echt gut in Form, aber es lagen noch viele Runden vor uns. Für mich war alles wie immer. Einfach die Lücke schließen. Egal wie. Lara, hol die Position zurück. Ich versuch's. Ich mach das schon. Ich lass ihn nicht vorbei. Jetzt McCain gegen Tanaka. Bisher ein tolles Rennen für Seneca. Druck? Nein, Quatsch. Hey, wenn diese Idioten nicht auf der Strecke bleiben können. Ihr Problem. Tanaka sieht eine Lücke. Sie riskiert sehr viel. McCain gefällt das gar nicht. Kontakt! Tanaka dreht sich. North Point hat keinen Platz zum Ausweichen. Was für ein fürchterlicher Unfall. Tanaka in der Mauer. Manzi rutscht quer über den Grasstreifen. Senecas Nummer 21 ist drauf. Die 22 ist beschädigt. Überall liegen Trümmer auf der Strecke. Es ist unfassbar. Sie übernehmen also keine Verantwortung für den Vorfall? Wieso auch? Okay, 22, du musst reinkommen. Zu viele Trümmer auf der Strecke. Negativ, lass das Auto im Rennen. Wiederhole, nicht ausschalten. Hallo? Die 22 ist stark beschädigt und Yuma antwortet nicht. Ist sie okay? Sie sah nichts hinter, mehr weiß ich auch nicht. Konzentrier dich auf das Rennen. Sag Bescheid, wenn du mehr weißt. Kannst du die Strategie bestätigen? Hey, die Hälfte der Fahrer ist raus. Wenn wir ins Ziel kommen, sind wir in den Punkten. Wir können jetzt nicht aufhören. Okay, 22. Fahr das Rennen zu Ende. Los, los! Okay, 22. Gib weiter alles. Wir können keine Defekte erkennen. Startet einfach über die Linie. Weiter so. Du machst das gut, 22. Du schaffst das.
Team mit Nathan McCain und Lara Carvalho liegt auf der Strada Alpina in Führung. Tanaka sieht eine Lücke. Sie riskiert sehr viel. Kontakt! Uns bleibt nichts weiter übrig, als zu hoffen, dass den Fahrern nichts passiert ist. Ist es an? Ja? Okay. Mein Name ist Marcus Addo und ich bin Teamchef von Seneca Racing. Hey, Liebling. Nein, wir haben dieses Dinner mit den Vorstandsmitgliedern morgen. Hä? Manche werden in den Rennsport hineingeboren. Ich musste dafür arbeiten. Meine Eltern führen ein nigerianisches Restaurant in Südlondon. Und für sie hing Erfolg nie von ausgefallenen Gerichten oder teuren Zutaten ab. Es ging um das Vertrauen in ihr Personal und ihr Verlangen, sich immer weiterzuentwickeln. Als ich die Chance bekam, ein Rennteam zu leiten, habe ich es auch so gemacht. Morgen, Chef. Hey, da ist sie ja. Falls ihr hinterm Mond lebt, das ist Yume Tanaka, Rennsportlegende. Hast du Zeit, die neue Bremsanlage zu besprechen? Klar. Marcus Addo ist sowas wie ein Wunderkind. Er war gerade mal 25, als er Senecas Vorstand überzeugt hat, in unbekannte Fahrer zu investieren und ihn als Teamchef einzustellen. Er wirkt so erfahren, als wäre er doppelt so alt, und das bringt ihm enormen Respekt. Das einzige Problem ist, sein Plan geht nicht auf. Letztes Jahr zum Beispiel hat sein zweiter Fahrer den Rekord gebrochen für die meisten letzten Plätze in einer einzigen Saison. Und der Ersatz für dieses Jahr war so schlecht bei den Tests, dass er noch vor dem ersten Rennen hingeschmissen hat. Ob mir das peinlich ist? Nein. Es geht immer um das große Ganze. Wenn du ein tolles Rezept entwickeln willst, sind erst einmal Experimente nötig. Klar, wir hatten ein paar schwierige Jahre, aber sobald wir Erfolg haben, und ich bin mir sicher, das werden wir, dann werden wir vielleicht zum stärksten Team bei Grid. Aber was jetzt? Die Saison beginnt in 3 Tagen und ihnen fehlt ein Fahrer. Dann finde ich halt einen neuen Fahrer.
Vater besser als Vega. Thank you.
zu besprechen. Gratuliere! Was für eine Vorführung! Das war eine erstaunliche Leistung da unten auf der Strecke. Also nach der Vorstellung bin ich mir sicher, dass jemand dabei war, der Wagensendor aufgefallen ist. Probleme bei den Testfahrten. Mehrere Testfahrer waren an Unfällen beteiligt. Diesmal fehlerfrei, klar? Versuch's nochmal mit etwas weniger Gas. Keine Sorgen, ist nur ein Blechschaden. Wir schaffen das. Ich verspreche es dir. Jetzt hoffen Sie, dass Ihr Neuzugang, der mit der Nummer 22 antritt, diese Pechsträhne beenden kann. Test, Test. Ajit hier, leitender Ingenieur. Wir hatten ein paar schlechte Tage mit unseren Testfahrern und ich brauche noch etwas Hilfe mit dem Setup. Also musst du ein paar Testrunden fahren. Pass auf, dass das Auto ganz bleibt. Mal sehen, was du aus dem Auto rausholen kannst. Okay, 22. Deine Aufgabe im ersten Rennen in dieser Serie ist, mit Yume mitzuhalten und dich an das Auto zu gewöhnen, während du Daten für Ajit sammelst. Mit ein bisschen Handbremse, um die Kurve zu kommen. Wird gern sehen, wie du driftest. In diesem Abschnitt die Spitzengeschwindigkeit zu erreichen. Gute Zeit. Mal sehen, ob noch mehr drin ist. In der nächsten Kurve, aber nicht die Kontrolle verlieren. Motorleistung ist fast optimal. Mit dem Treibstoffsystem stimmt was nicht. Du wärst gut. Scheint zu stimmen.
Boot, um Powerslides zu üben. Meine Mutter sagt immer, der Bauer macht das Essen. Das bedeutet, arbeite immer mit den Zutaten, die du hast. Ich wollte mir einen Fahrer ansehen und habe einen anderen gefunden. Und das Gespräch war so beeindruckend, dass ich ein Angebot gemacht habe. Sie waren von einem Gespräch beeindruckt? Ja, das stimmt. Ja, ich finde, wenn jemand viel Potenzial hat, sieht man das nicht nur an der Performance. Es geht um die Person. Um Charakter. Erstklassige Fahrer sind genau wie alle Hochleistungssportler. Sie sind davon besessen, besser zu sein. Sie hungern danach, sich zu beweisen. Und sie tun alles dafür, um ihre Träume zu erreichen. Jemand mit so einer Leidenschaft ist zum Beispiel Junge.
Zu gewinnen, darfst du beim Ablaufen des Timers nicht in der Gefahrenzone sein. Denn wer diese bei Null noch nicht verlassen hat, wird eliminiert und scheidet aus. Der Timer wird dann zurückgesetzt und wer am weitesten zurückliegt, findet sich in der Gefahrenzone wieder. Die Teilnehmer werden ausscheiden, bis nur noch einer übrig bleibt. Also sei schnell, bleib an der Spitze und wenn du in der Gefahrenzone landest, tu was du kannst, um wieder herauszukommen. Von dir.